BHC gegen TC Blau-Weiß Berlin auf Hauptstadtsport TV. It's Derby-Time in der Hallenhockey-Bundesliga Ost. Am Sonntagabend trafen in der Sporthalle Charlottenburg der TC Blau-Weiß 1899 und der Berliner HC in einem ganz besonderen Derby aufeinander, denn es ging nicht nur um Platz 1 in der Tabelle, sondern um einiges mehr. Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, heute das Spiel zu gewinnen. Es geht hier um das Heimviertelfinale der Oststaffel. Ja, wir wollen uns den ersten Platz holen und da müssen wir heute alle 100% geben, damit wir hier nächste Woche dann das Heimspiel haben und vor wieder hoffentlich 1500 Zuschauern das Spiel bestreiten können. Das Spiel begann in der gut gefüllten Halle rasant und so boten die Hockeyspieler den Zuschauern Hockey vom Allerfeinsten. Den besseren Start erwünschten die Blau-Weißen, die nach 3 Minuten in Führung gingen. Nach 3 Toren von Kapitän Paul Dösch stand es 3:1 zur Halbzeit. Schwieriges Spiel, sehr hohes Niveau. BHC dominiert die ersten Minuten. Wir haben dann 3 Ecken, die wir reinmachen, kommen eigentlich dann gut in die Halbzeit, auch ein bisschen überlegen. Zur zweiten Halbzeit drehten jedoch die Spieler des BHC mächtig auf und fingen in einem heiß umkämpften Match an, das Spiel zu drehen. Nachdem die Blau-Weißen den Torhüter gegen einen Feldspieler tauschten, begann das Spiel zugunsten des BHC zu kippen. Und so endete die hochspannende Partie mit 4:8 aus blau-weißer Sicht. Für die Spieler des Berliner HC ein überragendes Gefühl. Das ist natürlich überragend. Also so ein Derby, vor allem gegen Blau-Weiß, das ist ja der ewige Konkurrent. Ist natürlich super, so ein Spiel zu gewinnen und pure Emotionen, super geiles Spiel und mit dem besseren Ende für uns diesmal. Die Spieler des TC Blau-Weiß dürfen nach der Partie die Köpfe aber nicht hängen lassen, denn nun geht es gegen den Meister und Titelaspiranten Rot-Weiß Köln, ein durchaus schwerer Gegner. Ist natürlich nicht ganz leicht gegen den amtierenden deutschen Meister, aber es ist für das junge Team, denke ich, eine super Aufgabe, wird super spannend und es ist, glaube ich, auch toll, gegen die ganzen Nationalspieler mal gespielt zu haben. Für den BHC geht es im Viertelfinale jetzt gegen den Zweiten der Bundesliga West und die Spieler um Kapitän Martin Hehner können mit großem Selbstvertrauen in die Playoffs gehen. Dadurch, dass wir jetzt als Erster uns für das Viertelfinale qualifiziert haben und das Viertelfinale zu Hause gegen, ich meine, Krefeld bestreiten, haben wir schon, jetzt wollen wir auf jeden Fall weiterkommen, klar. Man darf also gespannt sein, wie sich der TC 1899 im Viertelfinale schlägt. Das Hauptstadtderby zeigte, dass mit den Blau-Weißen trotz Niederlage immer zu rechnen ist.